Oh, hat geklappt. Ich habe erwartet, dass ich jetzt unten auf Deck lande. Hallihallo, hallöchen, liebe Ritter und die, die es noch werden wollen. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und wir spielen ausnahmsweise mal als Krankenschwester. Ja, auch noch in dem neuen Outfit von ihr. Ich habe sie mal mit den Punkten, die ich eigentlich für Michael Myers Prestige 1 aufheben wollte, ist die auf Level 15 gebracht. Perks. Ich habe jetzt meinen Ruf einer Krankenschwester und unerbitterlich drin. Voltana, Tophobie, eigentlich auch ganz cool ist. Das habe ich mit Michael, glaube ich. Aber ich auch schnellere Erholung von Angriffen ist ganz gut. Obwohl das hier natürlich auch super ist. Aber das halt nur, solange der Typ noch lebt. Und das ist fast ganz praktisch. Spione des Schattens, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Es gab nämlich einen Bug, dass der nicht funktioniert. Dass der Perk nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob er jetzt funktioniert und deswegen nehme ich ihn mal lieber nicht. Aber ja. Vor der Krankenschwester habe ich mich ja lange gescheut. Aber ich habe jetzt mal bessere Runden mit ihr gehabt und ein bisschen mich in sie reingefuchst, wie man sie spielen muss. Das läuft bei mir mal besser, mal schlechter. Die letzte Runde war ganz gut, habe ich 3 umgebracht. Die eine habe ich auch aus dem Ausgang rausgezogen. Aber ja. Ich hätte auch schon viele Runden mit ihr, wo einfach alle entkommen sind. Wo es aber trotzdem ordentlich Punkte gab, weil ich mal alle angeschlagen habe mit Teleportation und was weiß ich. Aber ja, sie ist schon ziemlich schwierig zu spielen, muss man sagen. Aber ich versuche mich einfach mal dran. Und das hat in den letzten Runden, die ich gemacht habe, die ich leider nicht aufgenommen habe, relativ gut geklappt. Backwater Sumpf wäre jetzt ziemlich scheiße, weil Backwater Sumpf ist noch total verbuggt für die Krankenschwester. Na ja, toll. Also, beim Schiff kann man sich nicht richtig teleportieren und so durch die Sachen hier, wie zum Beispiel das hier. Kommt man manchmal nicht durch. Mal ausprobieren. Okay, jetzt kamen wir hier durch. Aber oft kommt man hier durch irgendwelche Sachen gar nicht durch. Oder bleibt auf der Stelle und dann ist das ziemlich scheiße. Da war jemand. Hab ich gar nicht mitbekommen, dass jemand war. Ach, scheiße. Ich hasse das, man haut mit ihr so leicht gegen Gegenstände, wenn man sich teleportiert und dann schlägt. Ja, wo ist sie denn hin? Scheint weg zu sein. Auch schon geheilt worden, leider. Schade. Ich habe keine Aura gesehen. Da oben ist auch niemand. Wohl doch. Nee. Das hier meinte ich. So manche Stellen, da hängt man einfach fest. Das ist echt richtig scheiße. Aber einfach wirklich einen extrem langen Cooldown hat davon. Alter! Mach ich durch! Deswegen, ich spiele hier extrem ungern als Krankenschwester. Generell als Killer. Die Map ist auf jeden Fall gut gemacht, ganz schön. Und als Überlebender auch ganz gut. Aber als Killer und dann auch als Krankenschwester, die überall hängen bleibt, ist das echt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Hallo. Hallo Jake. Schade. Du kommst mir nicht so einfach. Oh! Das Blöde ist, beim Shifter ist es noch verbuggter manchmal.
Oh, hat geklappt. Ich habe erwartet, dass ich jetzt unten auf Deck lande. Also unten an der unteren Etage. Geil. So, Dwight. Der Keller ist hier leider nicht, glaube ich. Nein, obviously not. Aber da hinten habe ich einen schönen Haken für dich. Viel Spaß. Beim Schiff ist jemand. Hi. Schade, dass ich die jetzt nicht greifen konnte. Das wäre richtig geil gewesen, aber... Was? Heieiei. Also bei ihr ist das echt, da hat man oft gar keine Übersicht mehr, was man macht, weil es geht so schnell und alles bewegt sich und... Ja. Mir jetzt diesen Freistech-Perk hat, ne? Ey, ich kotze. Das ist... Der Perk ist einfach echt nur nervig und scheiße. Ist einfach echt unsinnig. Also, du bist einfach immer instant frei. Also die Überlebenden, ne? Ich hab den leider nicht mal selbst. Als Überlebender. Ja, aber was überleben, dann würde ich ihn auch nutzen. Der ist ja auch einfach stark. Also warum sollte man ihn nicht nutzen, ne? Aber der ist einfach so unfair. Klar kann man nichts dagegen machen, ja? Dann sollten sie das wenigstens als Killer machen, dass man, dass wenn man Eis in der Griff drin hat, dass dann dieser Perk irgendwie abgeschwächt wird oder so. Aber jetzt wollen sie es so machen, dass man den nur nutzen kann, wenn man die Besessenheit ist. Finde ich gut. Weil das ist einfach wirklich so unfair. Mit dem Perk. Das. Ja. Fällt mir nichts mehr zu ein. Hinten saß eine im Gebüsch. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Befreit die gleich hier. Bestimmt. Da oben sind Fußspuren. Sie will nach einer Scheißrunde aus, muss ich ja zugeben. Nein! Dieser fucking Baumstumpf. Ist echt so unfair, man haut mit ihr wirklich überall an, ne? Diese blöden, dieser blöde Entscheidungsschlag ist echt der unfairste Perk ever, muss man ja sagen. Aber gut, das war jetzt mal diesmal eine Scheißrunde, aber okay. Ui, ich habe nicht mal hier das, Punkt erreicht, damit ich nicht absteige. Huiuiui. Eben hatte ich hier, na, Rang 3er, 2er, 1er und Rang 4er. Ja, da sind drei von denen gestorben, das war toll. Naja, gut. Dann war es das von dieser Runde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.